So, weiter geht's mit 9 Runden auf dem Australier. Ich habe hier einiges an Zeit investiert. Naja, nicht wirklich. Ich habe zumindest gesaugt hier. Ich suche gerade einen Tab. Hier ist der Tab. Genau, ich weiß nicht, ob das jetzt viel ist oder wahrscheinlich ist nicht viel. Ich meine, ich habe mit einem Charakter gesaugt für, naja, ein paar Stunden, glaube ich. 7 ist irgendwo. Collecting 3 Stunden, okay. Also auf alle Fälle habe ich mindestens 3 Stunden collected. Und das kommt eben raus. Wir können es einfach mal aufmachen und mal schauen, was bei rauskommt. Ah ja. Random Beatbox. Random One Day Balloon Box. Und eine Random Flying Box. Okay. Hier gibt es auch noch irgendwie Material aus dem Collector-Feld. Genau. Na dann. Wow. Das ist genau das, was ich jetzt nicht erwartet habe. Was für ein Ballon? Wo ist denn der? Hier. Ah ja, okay, nehmen wir mit. Wow. Wow, okay. Okay, also ich denke mal, das meiste oder die meisten Sachen sind halt irgendwie so Nieten. Zumindest würde ich das mal so was bezeichnen. Und genau, so, wo ist denn jetzt hier mein Schild? Da ist mein Schild. Okay, dann würde ich mal sagen, wir farmen weiter. Ich weiß, mir wurde geraten, so farm's nicht, ist nicht so geil und so weiter. Ich glaube, wir hören einfach nicht darauf und sind einfach mal stur und machen sowieso das, was wir denken. Also ich denke halt auch mal so, das Schild und so ist dann schon ziemlich geil und ja, wenn wir halt irgendwie ein bisschen was farmen wollen, glaube ich, ist es halt schon nützlich. Und gerade auch was AOE und so weiter. Ja, da bleiben wir einfach mit dabei. Leberkäse, oh geil. Beste Party. Beste Party. Und der Typ heißt Saufen, Bier kippen. Geiler Mann. Das ist mein Mann. Geil, das ist einfach nur cool. Das ist ideal. Okay. Was müssen wir noch machen? Wir brauchen noch einen Upcut. Brauchen wir nicht. Brauchen wir schon. Brauchen wir nicht. Okay, dann let's go. Evilus, mal kurz schauen, ob ich mal drin ist. Nein. Okay. Okay. Das Ding brauchen wir noch. Dann können wir noch aktivieren. Actimel. Das Ding haben wir noch rein. Das Ding haben wir rein. Ja, rein mit dem ganzen Shit hier. Upcut sowieso, genau. Den Rest behalten wir erstmal noch. Für schlechte Zeiten oder so. Was bringt das hier? Int und Castham, ideal. Okay, na dann. Ich habe immer noch diesen geilen Bau. Naja, egal. Wir könnten übrigens auch probieren, ob wir einfach mal so mal Ding farmen können. Hier, mein Gott, wie heißt's? Trannok. Ich meine, vielleicht funktioniert er auch und kann es das sein, dass es wirklich klappt und so. Warum nicht? Aber ich glaube, ich bin noch nicht so hundertprozentig bereit dafür. Ich glaube, ich bin nicht mal 50% bereit dafür. Ich meine, klar, wir kommen schon an den Punkt hin, wo ich sagen würde, so, ja, hier, bald, soon. Aber fehlt noch ein bisschen was, glaube ich. So, ja, schadensmäßig. Wo ist mein Schaden eigentlich? Irgendwie fehlt hier Schaden. Ah, warum fehlt der Schaden? Mir fehlt definitiv Schaden. Mir fehlt 1000 Schaden. Das Ding kann man noch aktivieren. Boah, ich weiß es nicht, ob das jetzt nur an dem anderen Zeug liegt. Na, ja, eigentlich ja nicht. Ich kann es aber auch nicht hundertprozentig genau sagen. Naja, wir warten mal. 167.000 Penia. Oh Mann. Damals, als es immer noch viel war. Als man noch Oris verkaufen konnte. Also nicht hier, sondern im Offi halt.
für, boah, was war das damals wert? 100, 150k ungefähr? Nee, ganz damals waren es sogar noch 50k, wo das Ganze wert war. Alter, 50k, da konntest du einfach einen Ori verkaufen. Oder einen Ori kaufen. Und andersrum, ich meine, du hast einen Ori gedroppt, du warst einfach reich. Alter, du dachtest dir einfach so, holy shit, einfach einen Ori gedroppt. Einfach nochmal 20.000 oder 50.000 Penia oder so. Das ist halt mega geil gewesen. Ja, heute ist es nicht mehr ganz so. Heute ist ein bisschen, naja. Was ist der Euro-Penia-Kurs momentan? Also bei Universe, glaube ich, sind es 55 Millionen für 10 Euro oder so. Es ist auch immer noch gut, aber naja. Und was war das andere noch damals? Also aktuell auf dem Offi, weiß ich nicht, 10 Euro für 10 Milliarden oder so. Lol, der Tiger ist schwarz geworden. Warum ist er schwarz? Warum heißt der White Tiger und ist schwarz? Fragen über Fragen. So, die Votezeit lädt mal wieder nicht. Ich weiß nicht, an was es liegt. Das ist echt ein bisschen lästig. Ich könnte mal mit dem Handy probieren. Ich bin es auch zu faul ein bisschen. Müsste ich mich erst wieder einloggen und so weiter. Und Also, ich habe den Ding vergessen. Shit. Ja, professioneller Live-Spieler und so weiter. Man kennt's. Aber trotzdem, ich wundere mich gerade, wo mein Schaden ist. Das gibt's doch nicht. Also irgendwie fehlt mir hier Schaden. Ich meine, ja, ich habe mein Pad nicht draußen, aber die 5 SCR, die werden es jetzt nicht rausreißen. Also, ich denke mal eher weniger. Boah, jetzt hat die Website nur so halb irgendwie. Hä, what the fuck, was ist denn hier los? Ah, das ist nervig. Aber gut, ich habe mich letztens erst beschwert und ich habe die Folge nicht mal geuploadet, von dem her bin ich jetzt mal still. ja, vielleicht kann man da irgendwas verbessern oder so. Aber es ist halt schon echt nervig, wenn man wirklich 4, 5, 6 Minuten warten muss, dass halt einfach mal die Website lädt. Teilweise lädt sie aber auch eben gar nicht. Und naja. Mal schauen, vielleicht können wir irgendwas machen. Die anderen Websites laden schnell. So, 71% beim Ei. Das ist ja schön. Ja, nicht mehr lang und dann machen wir das Ding auch zu einem Pad. Vielleicht kriegen wir das TA-Pad oder so. Wobei ich gar nicht weiß, ob man STA-Pad überhaupt brauchen. Also ja gut, ich meine zum Tanken auf jeden Fall und ja doch eigentlich schon. Ich meine, ja effektiv. Effektiv ist ein STA-Pad immer sinnvoll. So, jetzt muss ich ganz kurz den mal suchen. Einmal kopieren, einmal einfügen. Einmal speichern. Ich kann das Schedule casten, sehe ich gerade. Die Seite lädt einfach nicht. Naja, dann eben nicht. Wir haben jetzt gestern eh nochmal gevotet. Das heißt, wir haben jetzt 20 Additional Damage. Ist jetzt auch noch nicht die Welt, aber wir kommen zumindest mal so zu einem Punkt, wo wir halt halbwegs gut Damage machen werden. Und ja, ich weiß es gerade echt nicht, an was es liegt, dass unser Damage so niedrig ist. Also Link und so weiter ist ja alles an. Party Power, Link Attack. Keine Ahnung. Fairy Turtle, keine Ahnung, ich habe nichts Vergleichbares effektiv. Ich habe schon das Gefühl, jetzt droppt einfach was. Jetzt kriegen wir irgendwie einen Stick oder so. Es droppt jetzt sowieso, das nächste, was droppt, ist ein Stick oder eine Nightwaffe. Eins von beiden. Also ich wäre wirklich sehr verwundert, wenn einfach ein Knuckle droppen würde oder ein Schild. Aber das wird halt nicht passieren. Das wird safe nicht passieren. Sowas passiert einfach nie. Das ist einfach ein ungeschriebenes Gesetz in Life. Du kriegst immer nur Müll.
Können wir mal schnell weg, auch ne? Ah, und weg mit dem Zeug. Perfekt. Muss man fooden, ja, ein bisschen zumindest. Ja, das passt so. Jetzt lädt die Wartezeit wieder. Hä, das ist ganz komisch. So, teilweise lädt die halt irgendwie instant und teilweise einfach so gar nicht irgendwie. Also das verstehe ich nicht. Das, keine Ahnung, gebe nicht den Kopf rein. Haben wir nochmal mehr Droprate? Nee, haben wir nicht. Aber mehr Additional Damage, das ist auch gut. So, Nummer 1. 3, 4, 8, 1 am aktuellen Attack. Brücken muss ich auswählen. Geil. Ah ja, warte mal, es gibt ja auch einen Vote-Shop, stimmt, man kann ja auch die Vote-Punkte ausgeben. Oh Gott. So, Vote ist durch. Mal schauen, wann ankommt. Ja, die Crit-Rate wäre so eigentlich schon ganz in Ordnung. Das Problem ist, sie ist einfach nicht dauerhaft. Sie ist nicht immer da. Noch kommt nichts an. Da steht aber auf der Website noch nicht, dass ich gewotet habe. Ich glaube, die schicken diesen Ping, dass jemand gewotet hat, glaube ich, nur alle einmal zwei Minuten oder so raus. Oh, Gildenwaffe für 90, was? 8% HP, wow, okay. Okay, also wir haben definitiv mehr Droprate als sonst. Ich weiß gar nicht, was der Unterschied jetzt ist. 8 sind 10, 10, 7, 7. Jetzt haben wir 15, 15, 8, 8. Und 15% mehr Item-Droprate? What? Hä, lol, das ist aber schnell eskaliert. Von 0% auf 15% oder dann mal auf 20% und 15% mehr Penia. Okay. So, haben wir gedroppt. Wir haben nichts gedroppt. Geil. Geil, geil, geil. So, weiter geht's. Evil's Temple. Vault kommt übrigens durch. Ich habe jetzt mehr Attack. Genau. Na, 15 Tage gewartet. So, weiter geht's. Kann man sich auch irgendwie Pops oder so erwarten? Was gibt's denn hier also im Vault-Shop? Ich habe schon vergessen. Ja, ich hasse es. Bleibt doch offen. Cupcake. Avendor, okay. Balloon of Pet Experience. Die Dinger kann man erwarten, was gut ist. Hier weiß ich es nicht, keine Ahnung. Das ist auch nett. Das ist auch nett. Candies. Was sind Candies? Wortpunkte. Okay. Ich glaube, wir kriegen hier keine irgendwie. Nee, nichts, was uns gerade irgendwas bringt. Okay. Gut, gut. Ich habe übrigens auch gesehen, man kann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sogar Donate-Punkte kriegen. Ich glaube, 5 Donate-Punkte mit einer Chance von, was waren das, 5% oder so? Oder 25 Donate-Punkte? Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Das ist irgendwie eine nette Idee, finde ich. Das sind ja gerade so die kleinen Sachen, die man halt irgendwie so ein bisschen ausbauen kann, die halt irgendwie lustig sind. Und ja, ich meine, es kostet dem Server halt einfach nichts und trotzdem ist es halt einfach nice to have irgendwie. Insofern, warum nicht? Why not? Destiny. Ah ja, Buffs. Oh. Droprate. Let's go. Leider kein Damage Buff oder so. Aber ist okay. Ist das kalt? Vielleicht Feuer machen, schreibt meine Mutter. Natürlich schreibt sie das, wenn ich jetzt gerade aufnehme. Warum auch nicht? Warum auch nicht irgendwie vorher oder nachher oder sonst irgendwann? Ja, die kommen gleich. Ach Mann.
Ich will doch gar nicht viel eigentlich nur. Ich will doch nur aufnehmen. Blöd. Ja, ich weiß nicht. Also ich denke, ich werde vielleicht auch ein bisschen hier offscreen farmen. Also ich meine, Droppirate, die ist halt wirklich schon ultra mies irgendwie. Also ich würde jetzt mal behaupten, wir haben jetzt, ja, 6 Dungeons haben wir jetzt gefarmt und wir haben nur ein einziges drum gedroppt. Das ist halt schon echt sehr, sehr, sehr wenig. Und ja, also ich denke mal, es macht schon Sinn, wenn wir jetzt einfach, oder wenn ich ein bisschen offscreen farm, wie ist es am Tag möglich? Evilest Temple. 5 Runs, genau. Ja. Ich meine, auch die Chance, wenn man Harvest droppt, dass er genau das kriegt, was ich brauche, ist halt wirklich wieder gering. Ultra gering. Ich kann halt einen Vendor aufmachen, klar. Kann hier einfach das Zeug anstellen, was ich nicht mehr brauche oder so. Ja. Ja, das Schild. Ich will halt einfach das Schild haben. Der Knuckle ist halt nice to have. Ich meine, klar, Ulti und so, das Ding wird halt einfach richtig reinballern. Aber ja, also ich meine, ich will das Ding schon haben, gewissermaßen. Also, der Effekt ist schon definitiv sehr geil. Also mit dem und mit dem Schild, glaube ich, bin ich HP-mäßig schon, ja, ich denke mal, so viel werde ich nicht bringen, aber so in Zukunft dann die Skalierung und so, die geht ja weiter. Und dann hat eben ziemlich bald Dramnuk farmen und dann bin ich, glaube ich, schon recht happy. Ah, Dramnuk, glaube ich, wird haarig. Also Dramnuk, glaube ich, wird richtig schwierig. Ich meine, klar, für so einen Knuckle ist natürlich okay, weil ich brauche erstmal nichts anderes bis Vampire oder so. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich weiß auch gar nicht, wie ich die anderen Dungeons dann farmen soll. Denn, also ich meine, hier, ne, hier gibt es keine Waffen. Sunpress. Gibt es auch keine Waffen. Das Problem ist halt, mir zeitlich sieht es wirklich ganz, ganz mau aus. Okay, das Ding ist aber auch noch nice. Mystical Kratos. Okay. Zeitlich sieht es mir wirklich ganz, ganz mau aus und ich weiß nicht, wie ich das hinbringen soll, dass ich halt noch irgendwie, naja, die Sachen farmen kann oder halt mit einem Team halt irgendwie farmen kann. Hier zum Beispiel brauchst du ein Team, aber ich kann halt nicht jeden Tag um Uhrzeit so und so da sein, das geht halt nicht. Das klappt für mich halt einfach momentan nicht. Und ich meine, man könnte das Geld farmen und das Zeug kaufen. Ja, ist halt langweilig wahrscheinlich, aber naja, oder, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich denke, man kann das Ganze solo farmen, also solo mit 3 Charakteren. Tank, Ringmaster und Buildposter. Ich denke, das ist möglich. Yay. Oh, ein jetzt kriege ich einen Tiger. Ernsthaft? Wow. Naja, kann ich verkaufen. Scheiß drauf. Warum ist hier so ein Totem eigentlich? Ich glaube nicht, dass das hier sein sollte. Ups, hoppla. So, rein mit dem Effekt hier. Let's go. Ja, ich meine, ich weiß es auch nicht, wie lange ich das Ganze noch farmen soll. Also, wenn ich halt heute nichts droppe, wenn ich heute die ganzen 5 Runs mache und ich droppe halt nichts, dann glaube ich, würde ich auch sagen, so, ja, komm, ich lass bleiben. Weil dann, glaube ich, lohnt sich es halt auch wirklich nicht mehr. Weil wir müssten auch irgendwann mal weiterleveln und so weiter. Also, es muss halt schon so in Relation zum Aufwand stehen. Und das sehe ich jetzt aktuell gerade leider nicht mehr so gegeben. Also, es ist zu viel Farmerei und zu viel Zeitinvestment für halt so ein blöder Schild oder für so einen blöden Knuckle oder so. Das ist halt, ja. Naja, letztens hat jemand meinen Kommentar geschrieben, so das Dropsystem von Fly für schlecht gealtert. Und ich muss jetzt sagen, dass er leider auch wirklich recht hat damit. Einerseits verteidige ich zwar immer das System von Flive, also ziemlich alles von Flive. Nicht immer, aber manchmal. Aber andererseits muss ich jetzt sagen, der Typ hat einfach, der liegt einfach goldrichtig.
Weil, naja, effektiv, es ist natürlich schon ein relativ komplex aufgebautes System. Einerseits, aber andererseits ist es trotzdem so, dass es halt nicht so optimal funktioniert mehr. Also es ist, ja. Also gefühlt, so jeder beschwert sich halt immer über das Drop-System oder über Drop-Raten oder so. Aber die Drop-Raten sind einfach auch nur so ein Symptom eigentlich von dem Problem, meiner Meinung nach. Und ja. Schwierig. Also, ich kann das Skill casten, natürlich. Ja. Na komm, einmal sterben bitte. Danke. Perfekt. Okay. Naja, 62%. Ja, ich meine, hätte ich so einen Knuckle oder so, dann würde es natürlich schon ein bisschen mehr abgehen. Aber ich sehe da auch nicht ein, dass ich da irgendwie Geld dafür ausgib, weil es ist halt. Also ich glaube auch einerseits, dass es nicht wert ist, gewissermaßen, dafür das Geld auszugeben. Und also ich meine, ich würde halt für einen Lusaka-Knuckle Geld ausgeben. Aber für den Rest jetzt eigentlich nicht. Und so muss ich auch sagen, ich habe halt aktuell nicht so viel Geld. Von daher, naja. Premium-Menüs ist drin, oder? Shopfinder, genau. Ein Pärchen, ja, ich meine, das ist ein gutes Angebot und so, aber bringt das halt dann nichts. Wow, es hat echt krass wenig drin, irgendwie. Also die Anzahl der Angebote ist zwar okay und so, aber so für mich jetzt hier, was in Frage kommt, für Bildposter, ganz, ganz mies irgendwie. Was ist das? Na, nee. Na gut. Oh, ein Stick of Evil ist. Unten Bogen. Ernsthaft? Also ein Stick habe ich ja predicted. Aber ein zweiter Bogen. Alter, Bögen droppt man halt so super selten und ich droppe halt einfach zwei, Mann. Es ist halt zum Kotzen. Warum ist dieses Game so zu mir? Warum? Ich krieg auf einen Guardian Knuckle krieg ich 17% Crit-Schaden. Hier droppe ich einen Stick und zwei Bögen. Dieses Spiel mag mich nicht. Naja, okay. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.